Hallo Freunde, in diesem Video möchte ich euch die neue CYC Smartphone App erklären. Und zwar die CYC Ride Control App. Die App ist verfügbar für Android und iOS Smartphones. Den Download-Link findet ihr bei uns im Online-Shop unter dem Punkt der Downloads oder einfach im jeweiligen Store. Bei Apple den App Store oder bei Android-Geräten den Google Play Store. So, dann öffnen wir die App. Hier wird jetzt gefragt, ob das Handy auf unseren Standort zugreifen darf, das ist ganz wichtig. Und dann wird auch noch gefragt, ob die App auf unser Bluetooth zugreifen darf. Zumindest ist das bei Android so, ich denke aber, dass das bei Apple-Geräten auch so ist. So, nachdem wir den Standort und so weiter zugelassen haben und das Bluetooth zugelassen haben, fragt jetzt hier die App nochmal, beziehungsweise mein Handy fragt hier nochmal, ob wir das Bluetooth wirklich einschalten wollen. Das lassen wir zu. Bluetooth ist angeschalten. Und als erstes, entweder ihr habt den Motor vorher schon angeschalten oder ihr schaltet den Motor jetzt an. Bam. Dann taucht hier der Motor auf. Jetzt hier einmal drauf tippen und schon solltet ihr mit dem System verbunden sein und das Dashboard öffnet sich. Hier sind wir jetzt in der Übersicht, wo die ganzen Werte angezeigt werden. Ganz oben rechts haben wir das Warnzeichen, hier werden Fehlercodes angezeigt, auch wie man diese behebt bzw. löscht. Links daneben befindet sich das Bluetooth-Symbol. Hier könnt ihr sehen, ob ihr mit dem Motor verbunden seid. Leuchtet es rot wie hier, seid ihr verbunden. Ist es grau, seid ihr nicht verbunden. Und das linkeste der drei Zeichen ist die Anzeige für den Bremssensor. Diese funktioniert Stand des Videos noch nicht. CYC arbeitet aber laufend an der App. Dann haben wir natürlich in der Mitte die Geschwindigkeitsanzeige. Rechts daneben steht bei mir jetzt Race. Das heißt, dass wir im Race-Modus sind. Wenn ihr drauf tippt, dann ändert sich die ganze Anzeige zu Street. Das wird später noch wichtig, denn ihr könnt zwei verschiedene Modis einstellen. Diese Balken hier drunter, der Assist-Level-Balken, stehen für die Unterstützungsstufen. Diese sind wählbar von 1 bis 3. Wenn ich jetzt am Display eben die Taste nach oben klicke, dann wechseln wir in die Unterstützungsstufe 1, 2 und 3. Wenn ich wieder auf die Taste nach unten klicke, geht es wieder runter. So, dann haben wir hier noch links die Voltage-Anzeige, also die Volt-Anzeige. Das sagt dir einfach, wie viel Volt noch auf deinem Akku vorhanden sind. Rechts daneben haben wir die Akkuanzeige als Grafik. Hier wird halt eben die Akkuanzeige als Grafik dargestellt, wie viel Restspannung noch am Akku ist. Der Akku, den ich gerade benutze, der ist ziemlich leer, deshalb zeigt es hier auch nichts an. Dann darunter haben wir weitere technische Daten wie Motorpower, die Kraft, die der Motor leistet. Und die RPM, Umdrehungen pro Minute, sowie die Human Power, die Eigenleistung. Wenn ihr jetzt hier noch einmal nach rechts wischt, dann haben wir hier noch andere Statuseinstellungen bzw. andere Statusdaten des Motors und von der Fahrt. Eben wie die Motortemperatur, die Controllertemperatur. Die Ampere, die gerade in den Motor reingehen, die Motor-Rounds per Minute und die Gashebelspannung. Und hier unten haben wir eben noch Trip-Data, also die Fahrtdaten, die totale Fahrzeit, also die insgesamte Fahrzeit. Der Battery-Konsum steht für die Wattstunden verbraucht pro Kilometer, also was der Akku durchschnittlich pro Kilometer zieht. Und die ODO stehen für die gesamtgefahrenen Kilometer. So, dann kommen wir auch gleich schon zu den Einstellungen. Hierfür klicken wir jetzt einfach hier unten rechts auf dieses Symbol. Hier wird uns nun ganz oben der Motor angezeigt, welchen wir benutzen. In meinem Fall ist es gerade der Photon. Darunter seht ihr die Seriennummer. Hier könnt ihr drauf tippen, dann werden euch Voreinstellungen, sogenannte Presets, angezeigt. Wenn ihr diese antippt, öffnet sich so ein weißes Kästchen und ihr könnt zwischen diesen vier Einstellungen wählen.
Darunter befindet sich jeweils noch eine Beschreibung zu den jeweiligen Voreinstellungen. Wir wählen jetzt hier die EU, da wir uns auch in der EU befinden. Und dann klicken wir ganz wichtig hier auf Save, damit auch alles gespeichert ist. So, dann schauen wir uns die Einstellungen mal genau an. Starten wir mit dem ersten Punkt. General, die allgemeinen Einstellungen. Hier können Dinge eingestellt werden wie die Temperatureinheit. In der EU verwendet man eigentlich immer Celsius, um die Einstellungen zu ändern. Einfach hier einmal drauf tippen. Ihr seht, jetzt steht hier Fahrenheit. Wenn ich wieder drauf tippe, steht hier Celsius. Beim Punkt Speed Unit wird die Geschwindigkeitseinheit eingestellt. Hier gibt es die Möglichkeit zwischen kph und mph. In der EU verwendet man eigentlich immer kph, was auf Deutsch Kilometer pro Stunde heißt. Dann haben wir die Motor Direction. Hier kann man die Laufrichtung des Motors einstellen, entweder anti-clockwise oder clockwise. Und beim letzten Punkt lassen sich diese Einstellungen hier wieder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. Speichern wir das Ganze wieder. Gehen wir jetzt hier wieder auf Zurück. Und dann haben wir als nächstes die Modes und Levels, also die Fahrmodi und Unterstützungsstufen. Hier könnt ihr vorab zwischen Street- und Race-Modus wechseln, um beide individuell einzustellen. Im Street-Modus lässt sich nur der Pedal Assist einstellen. Das liegt daran, dass wir die Voreinstellungen für EU gewählt haben und in den meisten EU-Ländern kein Gashebel erlaubt ist. Jetzt haben wir hier oben noch ganz kurz eben den Mode After Restart, also den Modus nach dem Starten. Könnt ihr hier wechseln. Das heißt, wenn ich jetzt das Display aus- und einschalte, startet das Display bzw. der Motor automatisch im Race-Modus, automatisch im Street-Modus oder eben Continue mit diesem Modus, den ich vorher eingestellt hatte. So, dann haben wir jetzt eben die Street-Einstellungen und hier den Pedal Assist. Und hier kann ich jetzt einstellen, wie der Motor mich unterstützen sollte, beziehungsweise beim Treten unterstützen sollte. Zum einen haben wir hier nur drei Unterstützungsstufen. Low, Mid and High. Es gibt auch nur drei Unterstützungsstufen, wie wir vorhin gesehen haben. Und hier kann ich halt einfach sagen, also Low steht quasi für Stufe 1, Mid für Stufe 2 und High für Stufe 3. Und jetzt können wir hier eben sagen, okay, 750 ist das Maximum. Ich will jetzt, dass er mich, sagen wir mal, Low bis zu 300 Watt unterstützt. Bei Mid bis 500 Watt, bis 550 und bei High natürlich die volle Leistung. Bei Pedal Assist Orku kann die Drehmomentunterstützung verändert und an eure Bedürfnisse angepasst werden. Bei High möchtest du natürlich wahrscheinlich mehr als in der Mitte. Das Prinzip funktioniert genauso wie beim Pedal Assist. Natürlich zwischen jedem Schritt speichern, damit das Ganze auch übernommen wird. Dann gehen wir jetzt auf die Race-Einstellungen. Bei Throttle Assist, den Gashebel-Einstellungen, funktioniert das Ganze genauso wie bei den Pedal Assist-Einstellungen. Hier haben wir einmal die Throttle Power Levels, was so viel heißt wie die Gashebel-Unterstützungsstufen. Hier könnt ihr auswählen, mit wie viel Watt das Ganze dann quasi den Motor betreibt, wenn ihr den Gashebel betätigt. Bei Torque Level haben wir, wie viel Drehmoment das Ganze dann hergeben soll. Dann könnt ihr noch im Street und auch im Race-Modus noch die maximale Geschwindigkeit einstellen. Hier ganz einfach unten auf das Speed Limit klicken und dann könnt ihr das Ganze umstellen. Allerdings, wenn ihr die Voreinstellungen für Europa gewählt habt, dann funktioniert das Ganze natürlich nur bis 25 km/h. Darunter ist auch alles möglich, aber wenn ihr schneller fahren wollt, dann müsst ihr die Voreinstellungen, die Presets auf keine Bestimmungen legen. So, dann kommen wir zum nächsten Punkt und zwar ist das der Gashebel, Throttle. Hier könnt ihr im ersten Punkt den Gashebel ein- oder ausschalten. Enable, disable, an oder aus.
Dann haben wir die Ramp-Up-Time, die Anlaufzeit. Das ist die Zeit, die der Motor benötigt, um die volle Leistung beim Gasgeben zu erreichen. Also die voll eingestellte Leistung zu erreichen. Input Deadbound ist die Eingabeverzögerung. Hier stellst du ein, ob der Gashebel sofort reagieren soll, 0, oder ob er etwas verzögert reagieren sollte. Dann haben wir das Max- und Minimal Voltage. Hier wird bei der Spannungsbereich des Gashebels eingestellt. CYC empfiehlt diesen Wert auf den Standardwert zu belassen, insofern ein CYC-Gashebel verwendet wird. Bei Throttle Auto Setup könnt ihr quasi einen Gashebel von einem Dritthersteller verwenden und dann einmal da draufklicken. Dann werden die Werte eben getestet von diesem Gashebel. Wichtig hierbei ist, dass die Unterstützungsstufe 0 gewählt ist. Wenn ihr jetzt eben hier drauf tippt, dann wird das Ganze jetzt ausgelesen und quasi die Spannungseinstellungen für den Gashebel eingestellt. Ach so, ihr müsst den Gashebel währenddessen auch betätigen. So. Und jetzt ist der Gashebel eingestellt quasi. So, dann speichern wir das Ganze wieder. Dann gehen wir zur nächsten Einstellung. Den Pedal Assist, die Pedalunterstützung. Beim Pedal Assist Sensor könnt ihr eben den Drehsensor wieder ein- und ausschalten. Bei Torque Cruise Sensor Sensitivity, Empfindlichkeit des Drehmomentsensors, kann man einstellen, ab welchem Wert bzw. Kraft die Unterstützungsstufe aktiviert werden soll. Wenn dieser Wert höher eingestellt ist, wird ihre Tretunterstützung mit weniger Kraft aktiviert und umgekehrt. Dann haben wir die Power Ramp Time. Die Reaktionszeit ist die Zeit, die benötigt wird, um die eingestellten Leistungen zu erreichen. Motor Assist Factor. Dieser Wert gibt an, wie stark Sie treten müssen, um die volle Leistung zu erreichen. Static Engage, statische Eingriffsmoment. Diese Funktion ermöglicht ein kadenzfreies Losfahren. Das heißt, es wird nur ein Drehmoment 40 Newtonmeter benötigt, um die Tretunterstützung zu aktivieren. Das könnt ihr ein- oder ausschalten. Pedal Backwards Cut-Off heißt so viel wie Rücktrittsbremse. Mit dieser Funktion kannst du die Motorleistung unterbrechen, wenn du rückwärts in die Pedale trittst. Dies könnte beispielsweise als Ersatz für einen Bremssensor genutzt werden. Kommen wir als nächstes zu den Peripheral Settings, den Grundeinstellungen. Hier könnt ihr Dinge einstellen wie den Radumfang, wie viele Magneten am Hinterreifen montiert sind. Dann haben wir hier den Brake Sensor. Hier könnt ihr den Brake Sensor ein- oder ausschalten. Dann haben wir Inward Brake Sensor Signal. Das heißt einfach so viel wie Bremssignal umkehren. Und dann haben wir die Motortemperatur. Diese könnt ihr ausschalten. Hierfür benötigt ihr aber ein Passwort, das ihr nur von CYC bekommt. Zu guter Letzt haben wir die Batterieeinstellungen. Hier kannst du einstellen, welche Batterie du verwendest. Bei Batterie-Type werden die Zellenreihen angegeben. Sprich 7S, 6S bis 20S ist hier möglich. Die meisten Motoren werden mit 48 oder 52 Volt betrieben. 48 Volt ist 13S und 52 Volt ist 14S. Dann kann hier noch die Minimum Voltage, also die minimale Spannung, eingestellt werden, um den Motor auszuschalten, quasi wenn der Akku leer ist. Diese Funktion braucht man eigentlich nur bei Akkus ohne BMS, da diese sonst leer laufen und die Zellen komplett leer fressen. Ja, das war's wieder mit dem Video. Danke fürs Einschalten.